Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. Der Dialog ist der erste, nachdem die deutsche Nationalmannschaft so herausragend und kämpferisch den Weltmeistertitel errungen hat. Ich hoffe, Sie haben alle mitgefiebert und wurden dann auch durch die entsprechenden Feiern im Nachhinein belohnt. Und ich hoffe mal, dass das Ganze uns in Deutschland auch positive Impulse verleiht und dem doch auch traditionell eher mal skeptisch bzw. pessimistischen Deutschen ein bisschen positive Euphorie mitgibt, um auch die Herausforderungen der Zukunft hier entsprechend anzugehen. Wir beschäftigen uns heute nur mit zwei Themen. Zum einen geht es um die Rahmenbedingungen und natürlich auch das Thema Markteinschätzung für die internationalen Kapitalmärkte. Und dann schauen wir uns nochmal konkreter die Renditen und die Risiken an, die momentan in verschiedenen Teilen des Kapitalmarktes, respektive natürlich auch in den entsprechenden Anlagestrategien oder auch in Produkten und Umsetzungen lauern können. Und auch wenn die Agenda hier heute nur zwei Teile umfasst, so darf ich Ihnen doch sagen, dass ich Ihnen knapp 25 Folien an volkswirtschaftlichen Daten und Zahlenmaterial mitgebracht habe. Von daher lassen Sie sich nicht blenden. Es wird doch einiges an Informationen dabei sein und es macht mit Sicherheit Sinn, gut zuzuhören, weil es erspart Ihnen natürlich auch den Aufwand, eigene Informationen zusammenzutragen. Nochmal kurz zu den handelnden Personen. Sie wissen, Hypos steht für Your Point of Strategy. Die Finanzplanung ist unsere Gesellschaft, die hier private Anleger berät, beziehungsweise auch mit befreundeten Finanzdienstleistern und weiteren Partnern zusammenarbeitet, um diesen Fachinformationen, Marktinformationen und auch Beratungsansätze zur Verfügung zu stellen. Ja, meine Person sehen Sie am linken oberen Bildrand. Ich glaube, das Bild ist 2 oder 3 Jahre alt. Ich werde es bei Gelegenheit mal aktualisieren. Ansonsten, sofern Sie Fragen zum Thema Kapitalmärkte bzw. Research haben, können Sie sich gerne an den Herrn Alexander Mesch wenden. Den sehen Sie hier im Endeffekt im rechten Bereich mal dargestellt. Und wenn es um Fragen der privaten Finanzplanung geht, stehen Ihnen die Kollegen, wie hier zugeführt, grundsätzlich alle zur Verfügung. Und natürlich können Sie auch gerne auf mich zukommen. Wenn wir inhaltlich einsteigen, dann macht es natürlich mal Sinn, das erste Halbjahr zu reflektieren. Sie sehen mal hier dargestellt die Entwicklung verschiedener Aktienmärkte und Sie sehen jeweils im blauen Balken, das ist die Performance in lokaler Währung und im orangenen Balken, das sind die Performance umgerechnet in Euro. Und ich denke, das macht auch durchaus immer Sinn, das Gesamte zu betrachten, also sowohl die Entwicklung des Aktienmarktes oder eines anderen Vermögenswertes. Und das natürlich auch reinigt um Währungseffekte, sodass man wirklich auch ganz klar aus der Sicht eines Euro-Anlegers dies beurteilen kann. Wir sehen, die stärkste Entwicklung hatten wir am indischen Aktienmarkt. Dort hatten wir auch einige Probleme in diesem Land. Und in diesem Halbjahr hat man es genau doch geschafft, den stärksten Aktienmarkt hier in der Übersicht zu stellen. Aber auch das ist interessant, wenn Sie hier mal hinschauen. Wir haben hier den italienischen Markt, wir haben hier neben den spanischen Markt und die doch beide auch mit zweistelligen Aufschlägen und hier hat man natürlich auch davon profitiert, dass sich die Notenbank entsprechend geäußert hat, aber dass natürlich auch Märkte, die tendenziell natürlich dann Kapital anziehen, wenn die Risikomentalität eher nach oben geht, also wenn die Investoren Anlagemöglichkeiten suchen und dementsprechend sehen wir hier eine starke Entwicklung in diesen Märkten. Interessanterweise auch die Aktienmärkte in den USA, gemessen am S&P 500 mit einer soliden Performance, Sie sehen es hier mal dargestellt. Ja, so rund um die 6% konnte man entsprechend hier verdienen. Und das ist auch ein interessanter Punkt für all diejenigen, die sich tiefer mit dem Thema Kapitalmarkttheorien beschäftigen. Grundsätzlich geht man ja davon aus, dass kleinere Unternehmen, also Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung, höhere Renditen, aber auch natürlich höhere Schwankungsbreiten aufweisen als die höher kapitalisierten Werte. Und wenn wir uns nur mal die geringer kapitalisierten Werte anschauen, die im Russell 2000 zusammengefasst sind für den amerikanischen Aktienmarkt, dann sehen wir, dass diese Theorie zumindest für das erste Halbjahr 2014 nicht eingetroffen ist. Sprich, die großkapitalisierten Unternehmen, die sogenannten Large Caps, haben sich besser entwickelt als die kleiner und geringer kapitalisierten Unternehmen. Und das zeigt auch mal wieder sehr deutlich, dass Kapitalmarkttheorien zwar langfristig natürlich Bestand haben und diese Risikoprämien durchaus vorhanden sind, aber dass der Begriff Risikoprämie sich natürlich auch dadurch manifestiert, dass es keine eiserne Regel ist. Im Kern, was können Sie daraus ablesen? Zum einen, dass die Aktienmärkte nicht homogen sind. Sie sehen ja die Entwicklungen in Asien eher schwach, ob jetzt Shanghai oder auch Japan, da haben wir eher schwache Aktienmärkte gesehen, auch der Hang Seng nahezu unverändert.
Dementsprechend aber positive Entwicklungen in der Eurozone oder auch im MSCI World, den wir ja auch hier dargestellt sehen mit rund 5% Wertentwicklung. Und das zeigt doch mal wieder, dass der Aktienmarkt wirklich auch differenziert zu betrachten ist. Wir haben verschiedene Regionen, wir haben verschiedene Indizes auf Länderebene, die natürlich auch aufgrund ihrer Zusammensetzung geprägt sind, was die verschiedenen Sektoren betrifft. Und hier sieht man eben auch, dass der doch ja relativ einseitig ausgerichtete deutsche Aktienmarkt, eben der DAX, ja mit rund 3% sich nicht so gut entwickelt hat wie die globalen Aktienmärkte. Und das sollte uns auch mal wieder vergegenwärtigen, dass es durchaus sinnvoll macht, seine Aktienmarktpositionen nicht nur im Heimatland eben zu gestalten, also sprich nicht nur Siemens, BASF, Deutsche Bank und ähnliche zu kaufen, sondern auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus zu wagen und hier wirklich ein international gestreutes Portfolio hier entsprechend zu etablieren. Wenn wir uns die weiteren Vermögensklassen anschauen, dann sehen wir besonders auch, dass Verlierer des letzten Jahres hier sich positiv darstellen. Wir sehen es hier im Endeffekt beim Gold, das Edelmetall, doch mit einem schönen Aufschlag. Aber wir sehen auch, dass sich verschiedene Vermögensklassen, die viele auf eher ihrer schwarzen Liste hatten, von denen man davon ausging, dass diese tendenziell eher nur Verluste produzieren können, die haben sich doch relativ gut entwickelt. Sie sehen es hier, die Gesamtentwicklung bei deutschen Staatsanleihen rund 8,5% gab es hier zu verdienen. Auch mit US-Anleihen konnte man gutes Geld verdienen hier. Sie sehen es im Endeffekt auch, zwischen 6 und 7% wurden hier generiert. Das heißt, insgesamt die totgesagten Anleihen, bei denen alle davon ausgingen, dass die Zinsen nicht mehr weiter nach unten gehen können, dass die Renditen dementsprechend nur steigen können und dass sich die Anlegergunst hier verschieben würde, die wurden eines Besseren belehrt und die Anleihen haben sich hier relativ gut geschlagen. Und das zeigt auch mal wieder, dass man natürlich das Thema Marktmeinung zwar berücksichtigen muss, aber grundsätzlich natürlich in einem diversifizierten und strukturierten Portfolio viele verschiedene Vermögensklassen zusammenspielen sollten. Im Ergebnis, auch das wird dann den einen oder anderen überraschen, wenn Sie sich die Halbjahresbilanz verschiedener Vermögensverwaltungen oder auch aktiver Investmentfonds und sonstiger strukturierter Ansätze anschauen, dann haben häufig die defensiven Ansätze eine höhere Performance generiert als die offensiveren Ansätze. Und der Grund, der liegt natürlich darin, dass die Anleihen sich überdurchschnittlich stark entwickelt haben. Besonders bei den Anleihen müssen wir uns natürlich klar machen, dass die hohen Renditen der Vergangenheit die zukünftigen Erträge reduzieren. Das heißt, wenn Sie heute eine Planung nach vorne hin vornehmen und sich überlegen, welche Renditen kann ich denn in welchem Segment erzielen, dann sind natürlich diese Kursgewinne der Vergangenheit in dem Sinne negativ, dass Sie Ihre erwarteten Renditen für die Zukunft reduzieren müssen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf Ihre Finanz- und Ihre Ruhestandsplanung. Insgesamt auch meines Erachtens relativ interessant zu sehen, dass hier die größten Bewegungen nach unten, die sehen wir bei den Angstbarometern, sprich bei den Indizes, die die Volatilitäten abbilden. Und da sehen Sie, ob jetzt in Europa oder auch in den USA, da ging es ordentlich nach unten. Das heißt, die Volatilitäten kamen hier sehr stark zurück. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der in viele Stressindikatoren von Notenbanken und anderen Risikomanagementsystemen von Marktteilnehmern einfließt, weil vereinfacht gesprochen geht man davon aus, dass je niedriger eben hier die eingepreiste Volatilität, desto niedriger ist das Risiko. Und das lasse ich jetzt mal so unkommentiert stehen. Wir kommen dann später nochmal drauf zu sprechen. Sie sehen es hier auch nochmal im Zeitablauf dargestellt für die beiden Indizes, die Entwicklung eben der Volatilitäten über den Zeitablauf. Wir sehen, dass wir typischerweise einen kleinen gezackten Verlauf haben. Dann hatten wir diese spektakuläre Entwicklung im Rahmen der Hypotheken- und Finanzkrise. Damals hätte es gereicht, ungefähr 8% Ihres Gegenwertes in Aktien in einer Long-Position, also in einer Position zu halten, in der Sie auf einen steigenden VIX setzen. Und das hätte den kompletten Aktienmarktverlust ausgeglichen. Und wir sehen auch vor allem in dieser ersten Phase der Krise haben sich die Märkte relativ ähnlich verhalten, sowohl die Volatilität in den USA als auch Europa entsprechend stark angestiegen. Und wenn Sie das mal im weiteren Zeitablauf betrachten, dann sehen Sie ja hier diese bräunlich-orangene Linie für die USA, die ging dann bei der nächsten Krise, bei dem nächsten Anstieg der Volatilitäten, bei weitem nicht mehr so stark nach oben wie in Europa. Sie sehen hier USA, das ist stabiler geblieben. In Europa ging es doch noch stärker nach oben. Klar, das Thema Euro- und Staatsschuldenkrisen kam hier zum Tragen. Und wir sehen das auch bei den weiteren Volatilitätsanstiegen. Ja, hier die USA, Sie sehen es im Endeffekt eher auf einem niedrigeren Niveau, währenddessen wir in Europa hier tendenziell stärkere Spitzen gesehen haben.
Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn Sie über Volatilitätsstrategien nachdenken und die zum Beispiel über Investmentfonds oder Zertifikate in Anlagestrategien implementieren, dass Sie eben nicht nur auf die Volatilität vielleicht eines Marktes setzen, sondern sich wirklich verschiedene Indizes als Grundlage nehmen. Das ist der eine Aspekt, der wichtig ist. Der zweite Aspekt ist, da wir uns natürlich hier immer über Terminmärkte unterhalten, haben wir ja doch einen sehr starken Einfluss auch von Rolleffekten, weil natürlich diese Anlagen entsprechend gerollt werden müssen. Das führt tendenziell zu typischerweise, wenn nichts Großes passiert, zu permanenten Verlusten, sodass doch diese Anlageklasse relativ schwer abzubilden ist. Und ich glaube, für viele ist es einfach zu komplex, sodass die Theorie zwar gut klingt, also sprich Aktien zu kaufen und gleichzeitig auch in steigende Volatilität zu investieren, aber wenn man es dann effektiv und handwerklich sauber abbilden möchte, dann glaube ich, tun sich viele doch sehr schwer damit und das birgt tendenziell eher ein großes Enttäuschungspotenzial. Von daher gehen, seien Sie da auch ein bisschen vorsichtig, wenn Sie verschiedene Artikel und Beiträge lesen. Die Volatilität geht natürlich auch in viele strukturierte Produkte ein, besonders Bonuszertifikate, Aktienanleihen, Discountzertifikate und ähnliches. Hier ist es so, dass Sie als Käufer eines solchen Zertifikates tendenziell Volatilität verkaufen, um eben diesen Discount zu bekommen oder um diesen Puffer zu erwerben. Und da Sie gesehen haben, dass die Volatilität auf einem sehr niedrigen Niveau ist, möchte ich doch relativ pauschal von solchen Produkten aktuell abraten. Also lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Discounts oder Rabatten blenden. Auch die optisch hohen Zinsen bei Aktienanleihen, die sind besonders auf der Indexebene momentan vielleicht optisch interessant, aber de facto bekommen Sie zu wenig, wenn Sie momentan hier investieren und dementsprechend, wenn Sie das Angebot bekommen von Finanzdienstleistern und Banken, dann sollen die Ihnen bitte auch erklären, wie sich dieses Papier verhält, wenn die Volatilität sich zum Beispiel mal verdoppelt, also das sogenannte Zweitmarktverhalten, und dann wird man schnell erkennen, dass momentan nicht die optimale Phase ist, um in solche Produkte zu investieren. Es mag zwar Ausnahmen geben, besonders auf der Einzeltitelebene, aber pauschal gesprochen, so pauschal wie es eben in einer solchen Online-Konferenz sein kann, sollten Sie eher vorsichtig sein, weil der Preis, den Sie bekommen, der ist nicht besonders gut. Die Kehrseite sieht natürlich so aus, dass die Volatilität natürlich auch niedrig ist und die geht natürlich auch in Optionsscheine ein, wie Put-Optionsscheine, bei denen Sie eben auf fallende Märkte setzen können. Und typischerweise geht es ja nicht darum, auf Marktentwicklungen zu spekulieren, sondern vielleicht abgeltungssteuerfreie Altbestände oder andere Positionen, die entsprechende Kursentwicklungen und Kursgewinne aufweisen, hier sinnvoll abzusichern und vielleicht auch die Anzahl der Transaktionen im Portfolio zu reduzieren und damit auch die Transaktionskosten besser zu gestalten. Und da ist natürlich die niedrige Volatilität vorteilhaft. Und wir haben heute Mittag einfach mal ein Beispiel gerechnet. Und Sie sehen, die WKN habe ich ausgegraut, weil es soll natürlich jetzt nicht darum gehen, dass jetzt irgendjemand losläuft und irgendeinen Optionsschein kauft. Es geht nur mal um die Funktionsweise. Wir sehen, wir haben ein Depot mit einem Gegenwert in DAX-Papieren von rund 100.000 Euro. Wir haben das gerechnet hier um kurz nach 4. Wir haben einen Preis des Optionsscheins. Laufzeit haben wir gewählt bis zum 14.01.2015. Die Absicherung soll greifen ab einem DAX-Stand von rund 9.000 Punkten. Und dann sehen Sie, wir haben hier die notwendige Anzahl der Optionsscheine berechnet und auch den Preis der Absicherung in Euro ohne Nebenkosten der Bank. Und wenn man das ins Verhältnis setzt und mit einer Kaskoversicherung vergleichen würde, dann sehen wir hier, dass wir bei der gewählten Konstellation einen Selbstbehalt in Prozent haben von 7,8%. Das heißt, die ersten 7,8% Verlust, die trage ich selbst, wie der Selbstbehalt bei meiner Kaskoversicherung. Die Versicherungsprämie sind 1,88%. Hier wird einfach der Preis der Absicherung ins Verhältnis zum Depotwert gesetzt, also zu den 100.000. Und 1.884 Euro für die Absicherung ins Verhältnis zu 100.000 sind dementsprechend 1,8%. Und der Maximalverlust aus einer solchen Position, der liegt typischerweise bei der Addition von Selbstbehalt, also 7,8 plus 1,8 Versicherungsprämie, also roundabout 10% Verlust sind hier im Maximum einzukalkulieren. Grundsätzlich, auch wenn Sie Absicherungen betrachten, schauen Sie nicht nur auf die 30-Tages-Volatilität, wie sie ja oft prominent dargestellt wird, sondern beachten Sie auch vor allem die Terminkurve der Volatilitäten, das sind Informationen, die dann typischerweise nicht mehr so frei und einfach im Internet verfügbar sind. Wir machen es im Prozess so, dass wir uns grundsätzlich erst die Terminkurve anschauen, schauen dann, wie ist die Bewegung der Kurve oder wie ist die Krümmung der Kurve, schauen dann, für welchen Zeitraum macht eine Absicherung Sinn und rechnen das dann mal für verschiedene Basispreise, also für verschiedene Selbstbehalte, um mit der Kfz-Versicherungsanalogie zu bleiben, von 15 und 15%, um das dann eben entsprechend hier mal zu vergleichen und eben eine sinnvolle Absicherung tätigen zu können.
Die Volatilität ist jedoch nicht nur im Aktienmarkt sehr niedrig, sondern auch andere Risikoindikatoren sind auf einem sehr niedrigen Niveau. Sie sehen hier jemals mal für verschiedene europäische Anleihen die Aufschläge, die man bekommt, wenn man in europäische Hochzinsanleihen, also sogenannte Junkbonds oder Ramschanleihen investiert. Und Sie sehen, die absoluten Aufschläge sind relativ niedrig, aber vor allem sehen wir auch diese spektakuläre Abwärtsbewegung in den vergangenen Jahren. Das drückt sich natürlich auch durch den Anlagenotstand aus, den wir aktuell haben. Und wenn Sie es mal vergleichen mit den Preisen, die wir hatten im Rahmen der ursprünglichen Hypothekenkrise und auch der Aspekte danach. Damals waren ja viele Kreditmärkte eingefroren. Für viele Vermögenswerte gab es kaum noch Preise oder wirklich nur irgendwelche Abstauberpreise. Damals waren diese Aufschläge fast in Richtung von 20%, also wirklich spektakulär hoch. Dann ging es ein bisschen nach unten. Dann hatten wir mal wieder das Thema Eurokrise, was nach oben kam. Dann hat sich die Notenbank hier entsprechend engagiert. Und seitdem haben wir doch einen relativ starken Anlagenotstand, der sich natürlich auch darin ausdrückt, dass die Unternehmen momentan auch mit schwächerer Bonität hier sich entsprechend relativ günstig am Kapitalmarkt refinanzieren können. Und die ersten Teilnehmer sprechen hier bereits von einer Kreditblase. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Momentan sind die Ausfallraten ungefähr auf 50% des historischen Durchschnittes. Und auch wenn eine solche Anleihe ausfällt, ist ja auch immer nicht das ganze Geld weg, sondern typischerweise werden ja dann die Vermögenswerte der Firma veräußert und es gibt dann natürlich noch einen gewissen Liquidationserlös. Nichtsdestotrotz muss man natürlich momentan ganz klar hinterfragen, ob das Kreditrisiko, was man hier momentan eingeht, adäquat vergütet wird. Und ich bin der Meinung, man sollte zunehmend skeptisch sein. Ein weiterer Punkt, der bei Hochzinsanleihen relevant sein kann, und deswegen gehe ich nochmal im Speziellen drauf ein, ist der Aspekt, dass wir natürlich auch im Rahmen dieser Niedrigzinsphase Teilnehmer und Investorengruppen haben an diesem Markt, die wir früher nicht hatten. Wir haben heutzutage auch große Indexfonds, die Milliarden von Euros auf der Indexebene in diese Papiere investiert haben. Sie haben viele Multi-Asset-Konzepte, Mischfonds und andere Anlagestrategien, die natürlich auch Hochzinsanleihen als wesentlichen Teil ihrer Anlagestrategie mittlerweile implementiert haben, aufgrund der doch noch relativ hohen Erträge im Verhältnis zu sehr defensiven Unternehmensanleihen. Und die Frage, die wir uns alle stellen müssen, ist, was passiert denn, wenn die alle irgendwann mal veräußern wollen? Also sprich, wenn andere Vermögensklassen attraktiver werden, wenn vielleicht Krisenangst zurückkommt, dann haben wir sehr viele Investoren, die vielleicht über börsengehandelte Produkte auch investiert sind oder über Investmentfonds. Dann gibt es entsprechende Rückgaben, auch die Fonds und die ETFs müssen ihre Bestände veräußern. Dann gibt es relativ viel Angebot am Markt. Die Frage ist natürlich, wo soll dann die Nachfrage herkommen? Und dementsprechend muss man durchaus das Thema auch Liquidität auf dem Schirm haben. Also nicht nur das Thema Ausfallrisiko, weil sie sagt, momentan eher unterhalb des historischen Durchschnitts liegt, sondern wirklich dieses Thema Liquidität. Also sprich, ich bin hier investiert, jetzt wollen alle zur gleichen Zeit aus diesem Markt raus, die Liquidität ist nicht gegeben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Spreads, also die Differenz zwischen An- und Verkauf bei ETFs extrem nach oben geht. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass Investmentfonds dann keine Rückgaben mehr zulassen und vielleicht eine kleine Analogie dann dementsprechend hier zu den offenen Immobilienfonds passiert. Also von daher gehend, Hochzinsanleihen momentan aus der Kreditrisikosicht ja noch vertretbar, aber berücksichtigen Sie es auch mal unter dem Aspekt der Liquiditätsthematik. Der Teil Ihres Vermögens, der in Hochzinsanleihen liegt, der sollte wirklich auch langfristig nicht benötigt werden. Und auch haben wir ja 2018 eine große Refinanzierungswelle und mal schauen, wie dann die Zinsen sind. Und von daher gehend, der europäische Hochzinsanleihenmarkt drückt doch sehr gut aus, welchen Anlagenotstand wir momentan bei den verschiedenen Investoren sehen. Neben den Bewertungen natürlich am Rentenmarkt haben wir den Aktienmarkt. Hier mal eine sehr schöne Übersicht von der JP Morgan Asset Management. Die haben verschiedene Kennzahlen für den marktbreiten S&P 500 mal zusammengestellt. Also hier Price Earnings, das ist im Endeffekt das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Sie sehen hier den letzten Wert mit 15,6%. Dann sehen Sie die Veränderung im Vergleich zu einem Jahr zuvor. Also Sie sehen, die Bewertungen sind hier dementsprechend angestiegen. Und das ist ja auch ein Punkt, den momentan viele Marktkommentatoren nennen, dass eben die Gewinne am Aktienmarkt nicht durch reales Gewinnwachstum gedeckt sind, dass dazu natürlich auch noch der Anteil der Unternehmensgewinne an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung momentan relativ hoch ist, unter Einbeziehung der Finanzwerte sogar auf einem Allzeithoch und dementsprechend wird dann häufig über natürliche Rückschlagspotenzial philosophiert.
Meines Erachtens, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet, wir sind jetzt bei einem Wert von 15,6, der 25-Jahres-Durchschnitt liegt bei 15,5. Also aus der Warte würde ich sagen, dass der Markt momentan weder besonders teuer noch besonders günstig ist. Und diese Kennzahl alleine sagt eigentlich nur, dass es momentan keinen wesentlichen Aspekt gibt, von seiner strategischen Vermögensstruktur abzuweichen. Also die Aktienquote sollte sich an dem orientieren, was ihrem Anlageziel und ihrer Risikobereitschaft entsprechend angemessen ist. Eine weitere Kennzahl, die häufig durch die Medien geht, ist das Schillers PI, also das ist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, was du über mehrere Jahre glättet und so zyklische Tendenzen etwas rausnehmen soll. Hier sehen Sie im Endeffekt auch, das ist ein Wert von 25,6. Und wenn man das vergleicht mit historischen Durchschnitten, je nachdem, wie weit Sie in die Vergangenheit zurückgehen, kommen Sie teilweise auf eine Abweichung zum Durchschnitt von 60 bis 65%. Und das führt dann doch wieder zu dieser Blasenargumentation. Und meines Erachtens, diese Argumentationskette sagt jetzt weniger was über den Markt aus, sondern eher über die Marktmeinung, die derjenige hat, der in diese Kennzahl in der Art und Weise präsentiert. Weil auch das muss man ganz klar sagen, die Kennzahl ist nicht ganz ohne Kritik. Es hat sich einiges in den Rechnungslegungsstandards verändert in der Historie. Und jemand, der, je nachdem, welche Bereinigung man hier vornimmt, muss man sagen, ja, der Markt ist nicht historisch günstig, aber er ist auch nicht so dramatisch überbewertet, wie es mancher Analyst dann auf Basis dieser Kennzahl darstellt. Von daher gehend auch hier für mich keine Kennzahl, die mich dazu veranlasst, von der strategischen Anlagestrategie abzuweichen. Dividend Yield, die Dividendenrendite 1,9%. In den USA tendenziell die Dividendenrendite niedriger als bei uns in Europa. Die Unternehmen schütten weniger aus. Man agiert hier mehr über Aktienrückkäufe. Und das ist auch ein Thema, was den Aktienmarkt in den vergangenen Quartalen sehr gut gestützt hat. Die Unternehmen haben in doch sehr hohem Umfang eigene Aktien vom Markt zurückgekauft. Und da muss man natürlich sagen, kaufmännisch gesehen würde ich es genauso tun, weil wenn sich das Geld in meinem Unternehmen im operativen Business mit 8-9% verzinst und der Kapitalmarkt leiht mir Geld zu 2%, dann finde ich das eine relativ interessante Sache, mir Geld billig zu leihen und mich von den Investoren hier ja mit günstigem Geld versorgen zu lassen und es gleichzeitig doch zu meinem Unternehmen beitragen zu lassen und hier im Unternehmen sinnvoll arbeiten zu lassen. Nichtsdestotrotz, die neuesten Entwicklungen zeigen wohl, dass diese sogenannten Buybacks ein zurückgehendes Volumen haben. Und das könnte wohl ein Anzeichen dafür sein, dass die Unternehmen hier weniger in eigene Aktien investieren, sondern wirklich mal beginnen, Ersatzinvestitionen, Erweiterungsinvestitionen durchzuführen, also wirklich Kapital in das operative Geschäft zu stecken. Das könnte zwar dem Aktienmarkt ein bisschen Unterstützung nehmen, halte ich aber langfristig für gesamtwirtschaftlich sehr sinnvoll, wenn eben die Unternehmen ihre relativ hohen Cash-Reserven dazu verwenden, wirklich hier auch zu investieren, weil Investitionen schafft Nachfrage, Nachfrage schafft Arbeitsplätze und Arbeitsplätze schaffen Beiträge für die Steuern und Sozialkassen und dementsprechend das ist ja auch für die staatlichen Defizite nicht ganz so schlecht. Also dementsprechend, es wäre positiv, wenn die Unternehmen hier wirklich mal mehr in das Operative investieren und weniger in die Aktienrückkäufe. Dann haben wir noch verschiedene andere Kennzahlen. Eine Kennzahl, die ist zum Beispiel hier das Price-to-Book-Verhältnis. Also das hier schaut man sich einfach an, okay, wie sind die Buchwerte der Unternehmen? Und da sehen wir auch, ja, wir sind heute bei 2,8, 25-Jahres-Durchschnitt liegt bei 2,9. Also das ist auch nicht wirklich spektakulär für den Aktienmarkt. Und ich glaube, das ist auch das Fazit, wenn man sich die verschiedenen Kennzahlen hier mal betrachtet. Ja, der Aktienmarkt ist nicht so günstig wie im Rahmen der Finanzkrise. Und natürlich hatten wir schon einen starken Anstieg in den letzten 5 Jahren. Aber wenn wir es mal seit Beginn des Jahrtausends betrachten, dann war die Aktienmarktrendite eher unterdurchschnittlich im langfristigen Vergleich. Und von daher rein nüchtern fokussiert auf die Kennzahlen bleibe ich bei dem Thema. Der Aktienmarkt lädt von den Bewertungen her nicht dazu ein, Extrempositionen einzugehen, sondern sie sollten sich an ihrer eigenen strategischen Vermögensstruktur orientieren. Um Ihnen nochmal die verschiedenen Bewertungssystematiken für unterschiedliche Vermögensklassen aufzuzeigen, sehen Sie es hier mal im Zeitablauf, das Kurs-Gewinn-Verhältnis verschiedener Anlageklassen. Kurs-Gewinn-Verhältnis bedeutet immer, dass Sie eben den Jahresertrag, also eben zum Beispiel bei einer Anleihe eben die Jahresrendite ins Verhältnis zum Kaufpreis setzen. Und dann ist einfach die Frage, dass wie vielfache eines Jahresertrages bezahle ich, um diesen Vermögenswert zu erwerben. Und Sie sehen es hier in Blau dargestellt, deutsche Staatsanleihen, da zahlen Sie ungefähr das 83-fache eines Jahresertrages. Also hier eben entsprechend diese blaue Linie. Und Sie sehen vor allem auch diesen massiven Anstieg
in den letzten Jahren. Das heißt, Investoren sind heute bereit, bedeutend mehr Geld für den gleichen Zahlungsstrom auszugeben. Und wenn sie einfach mehr investieren müssen, um den gleichen Cashflow zu generieren, dann geht eben ihre Rendite nach unten. Und das drückt sich ja auch in der Rendite deutscher Staatsanleihen aus, die im 10-Jahres-Bereich bei rund 1,2% liegt. In den USA ist das Kursgewinnverhältnis ein bisschen besser, hier bei rund 40, aber auch hier sieht man entsprechend die Bewegung nach oben in den letzten Jahren. Und insgesamt, wenn man sich mal die Bewertungen betrachtet, muss man tendenziell eher feststellen, dass eben im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere, ob jetzt Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen oder auch Hochzinsanleihen, sich der Anlagenotstand wirklich dahingehend manifestiert, dass wir hier ganz massive Aufschläge sehen. Das heißt, die Risikoprämien gehen zurück, die Investoren lassen sich mit immer geringeren Renditen abspeisen und die Zukunft wird uns weisen, ob das der Vorgriff ist auf eine global deflationäre Entwicklung oder ob es natürlich einfach ein sehr prozyklisches Anlageverhalten darstellt, was natürlich in vielen Fällen noch immer dadurch geprägt ist, dass wir natürlich unter dem Eingriff oder unter dem Eindruck der Finanzkrise stehen und dementsprechend die Anleger sich hier sehr stark auf zinsorientierte und ausschüttungsorientierte Werte fixieren. Wenn wir uns mal den Aktienmarkt betrachten, Sie sehen es hier mal in diesem lila Aktienmärkte global, Kurs-Gewinn-Verhältnis im Zeitablauf seit Anfang der 90er, naja, das geht hier mal ein bisschen hoch, dann geht es mal wieder ein bisschen runter, aber insgesamt, wenn wir es hier mal im Kern betrachten, ob jetzt in Rot dargestellt für den deutschen Aktienmarkt oder in diesem Lila für den globalen Aktienmarkt, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind nicht auf Krisenniveau, natürlich nicht, aber sie sind auch nicht auf einem exorbitant hohen Niveau. Und besonders, wenn man das Ganze mal vergleicht mit dem festverzinslichen Bereich, dann muss man sagen, dann sind wir auch im relativen Vergleich, auch im Zeitablauf gesehen, weil natürlich haben diese beiden Vermögensklassen auch unterschiedliche Risiken, auf einem ja eher moderaten Bereich. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der anhaltende Anlagedruck dafür sorgt, dass Investoren auch dem Aktienmarkt höhere Bewertungen erlauben. Das heißt, genauso wie man sagen wird, na gut, wir kaufen eine 10-jährige Staatsanleihe, obwohl sie nur bei 1,2% notiert, wird man vielleicht auch den Aktienmarkt kaufen, wenn er bei einem Kursgewinnverhältnis von jenseits der 20 notiert. Und diese Auswertung oder Ausweitung der Bewertung könnte dementsprechend ein Treiber für weitere Kursentwicklungen sein. Aber das, Sie sehen es ja schon am Zeitstrahl, das ist natürlich keine kurzfristige Betrachtung, sondern das eher eine langfristige Betrachtung, um Ihre strategische Vermögensstruktur und deren Verteilung auf die verschiedenen Vermögensklassen hier zu unterstützen. Um Ihnen das nochmal zu zeigen, weil Bewertungen sind natürlich ein Kernthema, auch wenn es immer erstmal ein bisschen langweilig wird, haben wir das auch mal im Zeitverlauf der letzten 5 Jahre dargestellt. Sie sehen diesen grauen Balken hier, das ist das aktuelle Bewertungsniveau. In dem blauen Punkt, das ist das Maximum im 5-Jahres-Zeitraum, die orange Raute ist das Minimum. Und wenn Sie mal hier die deutschen Staatsanleihen sehen, dann sind wir da fast am Maximum der letzten 5 Jahre auch angekommen mit der aktuellen Bewertung. Auch bei den Unternehmensanleihen verschiedener Laufzeiten in der Eurozone sind wir bei diesem Wert. Auch bei den Staatsanleihenrenditen sind wir eher auf dem Höchstwert angekommen. Und dementsprechend, wie gesagt, das wirklich relativ hoch bewertet, was den Aktienmarkt betrifft. Und ich glaube, dass momentan die Investoren weder für Laufzeitrisiken noch für Kreditrisikoprämien wirklich vergütet werden. Und von dahingehend, wenn Sie ein privater Anleger sind, der nicht irgendwelche Restriktionen hat bezüglich Verpflichtungen wie Versicherungen, Pensionskassen oder sonstige aufsichtsrechtliche Restriktionen, dann sollen Sie sich nicht in diesen Anlagedruck hineinpressen lassen, sondern sollten vielleicht eher überlegen, welche Struktur langfristig Sinn macht, sollten ihr Kapital rentierlich investieren und sollten sich vor allem auch mal damit beschäftigen, welche Schwankungsrisiken sie bereit sind zu akzeptieren, um hier dann eine vernünftige Mischung zu finden. Wir sehen es aber auch am DAX, da sind wir weit von dem Niveau weg, was wir in den letzten 5 Jahren mal als Hochpunkt hatten beim Kursgewinnverhältnis. Von dahergehend auch im Rahmen dieser Bewertung bezogen auf den Aktienmarkt. Ich kann da jetzt keine besondere Blase erkennen, wobei wir uns natürlich immer klar machen müssen, wir hatten schon eine schöne Rallye, wir hatten schon lange keine Rücksetzer mal um 10%. Das letzte Mal ging es ja im Sommer 2011 mal ein bisschen wirklich merklich nach unten und Schwankungen von 10%, 15%, 20%, die gehören am Aktienmarkt einfach dazu. Die werden Sie nie prognostizieren, nie timen können und von dahergehend sollte das im Endeffekt ein Aspekt sein, den Sie natürlich zusätzlich berücksichtigen sollten, weil natürlich sind nur attraktive oder faire Bewertungen keine Garantie dafür, dass es immer nur nach oben geht. Von daher schauen Sie, dass Sie Ihre Erwartungen sinnvoll managen und das heißt einfach für den Aktienmarkt, es kann auch mal relativ schnell 10%, 20% nach unten gehen, ohne dass Sie da vorher irgendwelche Indizien im Marktverhalten erkennen können. Zu den Edelmetallen
Gold und Silber, wir hatten es ja vorhin in der Übersicht, starkes erstes Halbjahr. Nichtsdestotrotz, wir sind weiterhin der Meinung, dass Edelmetalle momentan die großen Treiber fehlen. Wir haben keine bekannte oder keine große Inflationsrate gemäß öffentlicher Lesart. Das Thema Eurokrise spielt in der öffentlichen Wahrnehmung momentan überhaupt keine Rolle. Dementsprechend sehen wir momentan wenig Krisenmomente und das ist doch ein Punkt, den man natürlich berücksichtigen muss bei den Edelmetallen. Die tragen ja keinen laufenden Zins, keinen laufenden Ertrag und in dieser Niedrigzinsphase schauen die Anleger natürlich, dass sie möglichst viel Kapital im Zinsbereich investieren können und dementsprechend auch die Edelmetalle natürlich hier in der Gunst der Anleger momentan nicht mehr so hoch bewertet. Und natürlich gab es hier auch die eine oder andere Bewegung, die über die Terminmärkte ausgelöst wird. Und ich glaube auch, dass dieser Markt in Teilen natürlich manipuliert wird. Und von daher muss man ganz klar sagen, ein gewisser Anteil physischer Edelmetall, also nicht über Wertpapiere, sondern im direkten Zugriff oder im Zollfreilager in der Schweiz oder auch welche Lagerstelle Ihnen da sinnvoll erscheint, das gehört heute in jede Vermögensstruktur mit rein, um sich letztendlich gegen unerwartete Inflationssteigerungen, Probleme im Finanzsystem oder eben sonstigen geopolitischen Risiken zu schützen und dementsprechend das Thema weniger aus der Preisperspektive zu betrachten, sondern letztendlich als strategischer Anker, als Teil der Vermögensstruktur. Und aber auch hier, das muss man ganz klar sagen, die Dosis macht natürlich auch bei den Edelmetallen das Gift. Kommen wir zu unserer strategischen Markteinschätzung. Die ist relativ simpel. Wir sehen Aktien positiv, Staatsanleihen positiv, Anleihen positiv, Rohstoffe positiv, nur Edelmetalle seitwärts. Ja, das können wir ganz einfach darin begründen, dass wir glauben, dass die Zinsen niedrig sein werden, dass die Zinsen niedrig sein müssen, um die hohen Schulden zu tragen. Das führt natürlich dazu, dass die Flut alle Boote hebt. Wir haben einen Anlagenotstand, der drückt sich in den verschiedenen Vermögensklassen unterschiedlich aus, was die Bewegung betrifft. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass die Vermögenspreise jedoch relativ gut unterstützt sind, was natürlich die Zinsen und die Notenbankinterventionen betrifft. Die Rahmenbedingungen, die sind weiterhin wie gehabt. Gelddrucken ist natürlich ein Thema, was eine große Relevanz hat. Und das Gelddrucken ist natürlich ein Thema, was nicht ganz irrelevant ist, weil die Schulden sind weiterhin ein ganz wichtiger Punkt. Sie sehen es mal hier dargestellt, die Schulden für verschiedene Länder der Eurozone. Einmal für das Jahr 2007 im orangenen Balken, dann für das Jahr 2014 im blauen Balken. Sie sehen, die Schulden sind tendenziell überall nach oben gegangen. Das heißt, die Schulden sind stärker und eben nicht nur in Europa, sondern Sie sehen es auch hier für die USA oder auch für Großbritannien und auch das Weltmeisterkind Deutschland hat heute höhere Schulden als im Jahr 2007 und dementsprechend, wir sehen es, bisher wurde nichts an Problemen gelöst. Wir haben weiterhin Defizite, die finanziert werden müssen und wenn wir uns mal klar machen, dass diese Schulden natürlich nur die offiziellen Schulden sind und hier die ganzen impliziten Pensionsverpflichtungen, die nicht ausfinanziert sind, also Schulden aus den Pensions-, aus den Rentensystemen, die ja besonders in den westlichen Industrienationen und eine große Rolle spielen, dann sind die Schulden noch viel höher und das ist doch ein starker Indikator dafür, dass das Thema Schulden uns noch ganz lange begleiten wird und dass dementsprechend auch die Frage ist, inwieweit sich dies auf das Wachstum letztendlich auswirken könnte. Im Kern sehen Sie es nochmal schön dargestellt in den blauen Balken, dass die Verschuldung der OECD-Länder im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, damit wir das nicht nur in nominalen Zahlen darstellen, und da sehen Sie im Endeffekt auch, da sind wir im Endeffekt auch von der Tendenz her, da geht es schön nach oben. Gleichzeitig ist der Preis dessen, den die Länder als Rendite, als Preis für ihre Schulden zahlen müssen, massiv nach unten gegangen. Das heißt, höhere Schulden, tendenziell eigentlich damit auch schlechtere Rückzahlungsfähigkeiten, aber die Anleger geben sich mit niedrigeren Renditen zufrieden. Und wir werden irgendwann sehen, ob das wirklich nur der Anlagenotstand war, der das ausdrückt, oder ob das wirklich die Vorboten von einer deflationären Entwicklung sind, die vielleicht ausgelöst werden können durch Alterungseffekte oder ausgelöst durch den technologischen Fortschritt, dass wir heute einfach für die gleichen Tätigkeiten weniger Arbeitnehmer benötigen. Wir werden es sehen. Nichtsdestotrotz, normal würde man davon ausgehen, höhere Schulden heißt auch höhere Renditen, aber wir sehen hier momentan höhere Schulden, geringere Renditen. Die Leitzinsen der Notenbanken sind Ihnen bekannt. Ich habe die Folie nochmal mit drin, weil es ganz wichtig ist, dass wir ja eine Niedrigzinsphase ja schon mal hatten, damals nach dem Platzen der Internetblase und dem Anschlag auf die Zwillingstürme in den USA. Und Sie sehen, diese Niedrigzinsphase hat damals auch angedauert. Die hat dafür gesorgt, dass viele Investoren sich positioniert haben. Man hat Zinsersatzprodukte gesucht. Das waren dann damals Geldmarktfonds, die waren angereichert mit Hypothekenkrediten aus den USA. Das waren damals die offenen Immobilienfonds als Festgeldersatz. Und das Ende ja, dieses Anlagenotstandes haben wir ja mittlerweile alle gesehen.
Und nun ist dieser Anlagenotstand in seiner Dauer und in seiner Dramatik sogar noch länger als damals. Und dementsprechend meines Erachtens, ich zeichne es hier mal ein, die Gefahr von finanziellen Fehlentscheidungen aktuell größer denn je. Und wenn man auch mal den Immobilienmarkt in Deutschland betrachtet, dann sieht man, dass sie gerade in den Ballungsräumen Kurs-Gewinn-Verhältnisse haben, die im Immobilienmarkt bezahlt werden. Die sind jenseits dessen, was am Aktienmarkt bezahlt wird. Und das ist doch eine relativ merkwürdige Konstellation. Und ich hatte auch heute Mittag die Gelegenheit, mit einem Immobiliensachverständigen zu reden, der seit rund 30 Jahren Immobilien im Rhein-Main-Gebiet bewertet. Und er sagt auch ganz klar, so eine Phase wie jetzt hat er in seiner beruflichen Laufbahn noch nie mitgenommen. Also da gibt es Investoren, die zahlen das Doppelte des Bodenrichtwertes für unbebaute Grundstücke. Also doch wirklich hier relativ dramatisch. Und meines Erachtens wird man wohl hier in Sachen Verbraucherschutz erst in einigen Jahren eingreifen, wenn sich da einige mit ihren Finanzierungen übernommen haben. Aber das nochmal ein Thema nur am Rande. Plan B, Geld selbst drucken. Das ist natürlich auch immer wichtig, sich mal klar zu machen, wie sind denn die Bilanzen der Zentralbanken im Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Währungsraumes. Und Sie sehen es hier in dunkelblau dargestellt, der Weltmeisterpokal der Notenbankintervention liegt momentan in Japan. Japan ja alle Probleme unter einem Brennglas. Wir hatten damals eine geplatzte Blase, danach deflationäre Effekte, die Notenbank zu langsam und zu wenig reagiert. Dazu dann das Thema demografische Entwicklung. Ich glaube, in Japan werden heute mehr Windeln an ältere Personen als an Babys verkauft oder beziehungsweise eben verwendet. Also da viele Probleme unterm Brennglas. Dazu auch natürlich noch energietechnische Probleme und dementsprechend die Notenbanken hier ziemlich aktiv. Wenn wir uns das mal für die Kombination betrachten, für die globale Ebene, dann sehen Sie hier mal in Orange die addierte Notenbankbilanz der großen Währungsräume. Die ging konstant nach oben in den letzten Jahren. Gleichzeitig sehen wir im Endeffekt den durchschnittlichen Notenbankzins hier in Blau. Der ging massiv nach unten. Also doch die Notenbanken hier relativ aktiv an den Märkten. Und auch wenn heute mal die USA ihre Interventionen etwas zurückfährt und ihre Aufkäufe wohl im Herbst diesen Jahres beenden wird, die Zinsen sind weiterhin sehr niedrig. Und selbst wenn die Zinsen heute mal von 0,2 auf 1,5% steigen sollten, dann ist das zwar eine Veränderung, aber das wird keinem Anleger der Welt, weder privaten Anlegern noch Pensionskassen oder Versicherungen ausreichen, ihre Verbindlichkeiten oder den Ruhestand zu finanzieren. Von daher geht das Thema Anlagenotstand trotz möglicher Zinsspekulationen, das wird uns natürlich noch dauerhaft beibehalten werden. Ich habe Ihnen nochmal die langfristigen Renditen mitgebracht, weil wir schauen ja oft nur auf die 10-Jahres-Renditen. Da sehen Sie, dass Sie mal hier in den USA momentan sogar die höchsten Renditen bekommen mit 2,5%, in Deutschland ja rund 1,24%, Schweiz 0,65%, Japan natürlich noch niedriger. Und interessant aber auch mal auf die 30-jährigen Renditen zu schauen. Dann sehen wir mal hier, dass wenn Sie eine 30-jährige Anleihe in Deutschland betrachten, dann kriegen Sie 2,18% vor Steuern, vor Inflation, vor Kosten. Und jetzt überlegen Sie mal, Sie sind eine Versicherung und Sie müssen 30-jährige Verpflichtungen, die Sie gegenüber Ihren Kunden haben, eben mit Kapitalanlagen decken. Dann sehen Sie hier das ganze Dilemma. Also nicht nur, dass die Tagesgeldzinsen niedrig sind, sondern auch natürlich, dass die 10-jährigen und auch die ganz langfristigen Staatsanleihenrenditen extrem niedrig sind und dementsprechend hier doch ein sehr großes Problem. Und das schlägt sich natürlich in der Bewertung verschiedener Vermögenspreise nieder, von Ackerland über Aktien bis hin zu festverzinslichen Wertpapieren und natürlich auch Immobilien. Der Zins und die Renditen gehen ja natürlich als Proxy mit ein. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, was passiert denn an den verschiedenen Preisen oder an den verschiedenen Märkten für Vermögensgüter, wenn die Zinsen steigen? Und ich denke, Sie haben es rausgehört, das ist nicht mein Kernszenario. Und auch bedeutend renommiertere Analysten als ich sind der Meinung, dass die Zinsen aufgrund der Schulden niedrig bleiben müssen. Nichtsdestotrotz, Risikomanagement bedeutet ja, sich damit auseinanderzusetzen, was passiert, wenn die Zinsen wirklich steigen. Und das ist doch mal ein Thema, was man sich mal genau durchdenken sollte, weil das würde viele verschiedene Vermögensklassen, die tendenziell keinen Zusammenhang haben, wie zum Beispiel Immobilien mit dem Aktienmarkt, wahrscheinlich gemeinsam im Wert erstmal nach unten gehen lassen. Damit Sie nochmal die Renditen am Kapitalmarkt insgesamt sehen, wir haben ja gesagt, weder Kreditrisiken noch Laufzeitrisiken kriegen Sie entsprechend vergütet. Das sehen Sie hier mal dargestellt für den Pfandbrief oder auch Unternehmensanleiheindizes. Im Vergleich hier mal dargestellt, in der Klammer mal die erwarteten Dividendenrenditen.
für die Aktienmärkte. Und da sieht man natürlich auch ganz klar, warum sich verschiedene Investoren eher dem Aktienmarkt zuwenden, weil die Dividendenrenditen, die sind ja natürlich doch recht interessant im Vergleich. Wobei man sich natürlich auch ganz klar machen muss, dass natürlich eine Dividendenrendite von 3% bei einem Kursverlust von 20% auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Deswegen wichtig ist eben auch, die eigenen Erwartungen an die Kapitalmarktentwicklung sinnvoll auch zu steuern. Dementsprechend im Fazit: Zinsen, Renditen, Tiefe für länger, trotz den Risiken. Sowohl die Notenbank in den USA als auch Europa, die sehen gewisse Entwicklungen. Wir haben verschiedene Institute, die warnen vor Preisblasen an verschiedenen Immobilienmärkten. Man warnt davor, dass die Anleger zu risikobereit seien. Und ja, dementsprechend, die Notenbanken haben ja wohl einen Blick drauf. Nichtsdestotrotz muss man ganz klar sagen, sie befeuern das natürlich auch durch ihre Niedrigzinspolitik und versucht dann den schwarzen Peter auf die Regulierung oder auf die Finanzinstitute zu schieben. Also so einfach kann man sich's nicht machen. Nichtsdestotrotz, für Sie als Anleger war das ganz klar, sich natürlich mit den Risiken selbst auseinanderzusetzen. Der Anlagenotstand, den sehen wir hier mal dargestellt. Wir haben einfach nochmal die Renditen um die Inflationsraten bereinigt. Und man sieht es hier mal, hier sind sie die 5-jährige Staatsanleihe von Deutschland, da gibt es nichts. Für die Unternehmensanleihen haben sie immerhin mal 1,3%. Das auf der Indexebene. Also den Index können sie gar nicht kaufen, dann müssen sie entweder einen ETF kaufen oder einen Investmentfonds. Das heißt, hier muss auch noch eine Kostenbereinigung stattfinden. Für Staatsanleihen aus den Schwellenländern gibt es ein bisschen mehr, die in Euro notieren. Für die Hochzinsanleihen gibt es noch mal ein bisschen mehr. Und wenn sie das Ganze noch anreichern mit Werten aus der zweiten Reihe und eben Dividendentiteln aus dem Aktienbereich, dann geht die erwartete Rendite nach oben. Heißt aber natürlich tendenziell auch, dass wahrscheinlich auch die Rendite, die erwartete Schwankungsbreite und die erwartete Risiken natürlich auch nach oben gehen, so wie es auch kapitalmarkttheoretisch ja immer ist. Wenn Sie mehr Risiko eingehen, haben Sie auch ein bisschen mehr als Rendite zu erwarten und auch größere Schwankungsrisiken zu erwarten. Kommen wir mal auf ein praktisches Beispiel, das Thema Dividendenaktien. Wir haben hier Ihnen mal einen Index mitgebracht, den Stocks Global Select Dividend 100, der eben aus verschiedenen Branchen, das können Sie hier sehen, und über verschiedene Länder Dividendenwerte bündelt nach festgelegten Kennzahlen. Kann man auch in der Indexallokation und Beschreibung nachlesen. Sehen Sie, die Dividendenrendite aktuell irgendwo bei rund 5%, und das erklärt natürlich nochmal im Verhältnis zu diesen niedrigen Renditen, die wir gesehen haben am Anleihemarkt, warum das Interesse der Investoren natürlich auch an dividendenfokussierten Werten so groß ist und warum natürlich auch die Fondsgesellschaften in ihrem Marketing und in den Außenauftritten das Thema Dividendenrendite auch nach vorne stellen. Hier muss man auch ganz klar sagen, die Aussagen der Gesellschaften sind natürlich auch insoweit korrekt. Nichtsdestotrotz, man muss sich natürlich klar machen, dass die Dividende nur ein Baustein ist und dass natürlich eine Dividende auch nicht darüber hinwegtrösten kann, dass die Märkte mal stärker zurückkommen. Von daher geht das Thema Dividendenrendite ist ein Baustein in einem diversifizierten Aktienportfolio, aber Sie sollten keinesfalls Ihre gesamte Aktienquote mit dem Fokus Dividende ausrichten, weil dann haben Sie häufig einen gewissen Branchenfokus, Sie kaufen sich wieder gewisse andere Risiken ein im Gesamtkontext. Von daher gehend, wie gesagt, das kann ein Vehikel sein, sich über die Dividendenwerte zu informieren und diese dann entweder aktiv oder passiv über einen Investmentfonds oder ETF abzubilden, aber grundsätzlich sind es natürlich immer noch Aktien mit allen Chancen und mit allen Risiken, die hier natürlich auch zu berücksichtigen sind. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Beispiel mitgebracht von einem Anbieter, den wir auch einsetzen in der Kundenstruktur. Hier sehen Sie mal ein Portfolio, das einkommensorientiert ist. Sie sehen, rund 37% des Portfolios sind in Aktien investiert, 56% in Anleihen, bisschen was in Alternativen plus ein bisschen Cash. Also hier mal die Verteilung schön über die verschiedenen Vermögensklassen. Und hier sehen Sie jeweils mal die durchschnittliche Rendite für die jeweiligen Bereiche. Also sprich, im Equity-Bereich haben wir eine erwartete Dividendenrendite von 4,5%. Für die Infrastruktur erwarten wir 4,9%. Für Schwellenländeranleihen, die in Dollar notieren und von Staaten begeben werden, rund 5,7%, sodass die Rendite des Portfolios vor Kosten bei rund 5,1% liegt. Also das auch mal ganz bewusst als Beispiel. Es gibt natürlich verschiedene Ansätze, solche Portfolios aufzusetzen, aber ich möchte Ihnen bewusst auch mal zeigen, welche Verteilung denn heute notwendig ist, um eine Zielrendite als laufenden Ertrag, als laufende Ausschüttung von 5% zu
generieren. Und wenn Sie das mal vergleichen mit einer deutschen Lebensversicherung, einer Rentenversicherung oder auch einer Pensionskasse oder einem Versorgungswerk, dann werden Sie sehen, dass die Strukturen dort ganz anders aussehen. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir momentan Probleme haben, eben hier das alles zu finanzieren. Und das erklärt auch natürlich, warum wir verschiedene neue Gesetze im Bereich der Lebens- und Rentenversicherung haben. Und die Gesetze erreichen zwar, dass die Garantien geschützt werden, aber mit den Garantien alleine wird es nichts werden. Und dementsprechend hier mal der Vergleich, damit Sie mal das beurteilen können und auch natürlich auch mal als Denkanstoß, sich auch mal mit offenen Augen mit dem angebotenen Produktspektrum der verschiedenen Finanzinstitutionen zu beschäftigen. Ein weiteres wichtiges Thema ist natürlich noch das Thema Aktienmarkt. Wie kann ich im Aktienmarkt investiert bleiben, obwohl die Kurse schon so hoch sind? Oder wie kann ich mich vielleicht langsam aus meiner Cash, aus meiner Festgeldposition in den Aktienmarkt hineinbewegen? Häufig werden da Wandelanleihen auch als Alternative propagiert. Grundsätzlich finde ich Wandelanleihen eine sehr interessante Anlageklasse. Ist ja ein Zwitter zwischen dem Aktien- und dem Rentenmarkt. Können Sie auch nicht so einfach nachbauen, indem Sie es einfach kombinieren. Vereinfacht gesprochen, leihen Sie einem Unternehmen Geld, also eine Unternehmensanleihe. Sie bekommen allerdings einen etwas geringeren Zins als bei einer klassischen Anleihe. Dafür bekommen Sie aber ein Wandlungsrecht. Das heißt, Sie dürfen zu einem heute festgesetzten Kurs irgendwann Ihren Betrag in Aktien des Unternehmens wandeln. Und wenn natürlich der Kurs an der Börse höher steht, dann werden Sie wandeln. Und wenn er niedriger steht, dann nehmen Sie einfach Ihr Geld zurück. Also von dahingehend interessantes Vehikel. Und typischerweise, es wird auch im Marketing immer rausgestellt, nehmen Wandelanleihen zu 2/3 an positiven Bewegungen der Börse teil. Also wenn der Aktienmarkt 10% nach oben geht, dann gehen die Wandelanleihen eben zu 6,5 mit. Aber wenn es nach unten geht, dann gehen die Wandelanleihen nur mit einem Drittel mit nach unten. So die klassische und historische Faustformel. Und ich habe Ihnen jetzt mal hier die Daten von 2 Wandelanleihenfonds ausgeschnitten. Das sind 2 Fonds, die häufig eingesetzt werden, also sind 2 unterschiedliche Anbieter. Und Sie sehen hier mal den durchschnittlichen Aufschlag auf den Obligationenwert, das sind da rund 27%. Das heißt im Endeffekt, dass natürlich durch die Kursgewinne am Aktienmarkt wir erstmal 27% Luft haben, bis wir wieder bei dem Wert der Anleihe angekommen sind. Das heißt, wir haben ein gewisses Rückschlagspotenzial. Und je nachdem, wie so ein Fonds ausgerichtet ist und wie seine Aktienmarktabhängigkeit ist, oft sind das 50-60%, heißt das natürlich auch, dass ich gerade, wenn es an der Börse jetzt mal runtergeht nach starken Kursbewegungen, eben nicht nur zu einem Drittel dabei bin, sondern dass auch das Risiko besteht, dass ich stärker dabei bin. Und das muss man natürlich einfach nur vorher wissen. Das heißt, mir kommt hier nicht um die Details hinrum. Also achten Sie nicht nur drauf auf irgendwelche historischen Durchschnittswerte und Faustformeln und irgendwelche Korrelationsanalysen der letzten 80 Jahre, sondern Sie müssen dann wirklich auch mal ins Kleingedruckte schauen. Sie müssen die Portfoliopositionierung anschauen und dann muss man fachlich gesprochen hier das Delta eines solchen Wandelanleihenportfolios auch mal ins Verhältnis zu dem Aufschlag auf den Obligationenwert setzen, um hier ein besseres Gefühl für das Kursverhalten bei entsprechenden Bewegungen am Aktienmarkt zu bekommen. Also Fazit, Wandelanleihen, interessante Anlageklasse, aber bei der Implementierung ist eine gewisse Sorgfalt durchaus notwendig. Im Fazit, die hohen Schulden lassen keine steigenden Zinsen zu, heißt der Anlagenotstand wird uns erhalten bleiben, heißt massive Auswirkungen auf Ruhestands- und Finanzplanungen und sofern Sie die noch nicht erstellt haben, dann rate ich Ihnen mal eine Finanzplanung und eine Ruhestandsplanung zu erstellen, bevor Sie sich mit einer Anlagestrategie beschäftigen, weil wenn Sie nicht wissen, wie viel Rendite Sie brauchen, um irgendwelche finanziellen Lebensziele zu erreichen, dann können Sie gar keine Anlagestrategie herleiten und vor allem auch mit was wollen Sie den Erfolg Ihrer Anlagestrategie vergleichen. Sie können eine Strategie mit einem Aktienindex vergleichen, aber das bringt Ihnen ja nichts, weil Ihr persönliches Ziel hängt ja nicht daran, ob der Aktienmarkt hoch oder runter geht, sondern Sie haben eine Zielrendite, die sich aus Ihrer Lebensplanung ergibt. Die Geldpolitik, die wird weiter natürlich die Zinsen tief halten und die Märkte stützen und das hatte ich ja schon mal erwähnt, lassen Sie doch die Zinsen von quasi 0 auf 1,5% steigen, dann wird es erstmal rumpeln an den Märkten, aber die Renditen werden immer noch nicht ausreichen, um als der defensive Anleger seine Anlegerziele zu erreichen. Die Sicherheit, die kostet Kaufkraft, momentan nicht wirklich stark, weil die offizielle Inflationsrate für die Konsumgüterpreise ist relativ niedrig. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Inflationsrate, die kann natürlich steigen. Die Renditen, die Sie heute eingehen und festschreiben, die sind fix bis zur Fälligkeit. Von daher das auch im Blick behalten. Die Renditen sind historisch niedrig und das ist das größte Manko meines Erachtens, weil das erhöht natürlich das Risiko finanzieller Fehlentscheidungen in dieser Phase des Anlagenotstandes. Und im Kern heißt das,
Ja, man muss Risiken eingehen, man muss sich mit dem Thema Kapitalmärkte beschäftigen, man muss sich die verschiedenen Risiken, die Schwankungsrisiken, Liquiditätsrisiken mal vor Augen führen, aber sich natürlich auch mal klar machen, was passiert denn eigentlich, wenn ich die nächsten 20 Jahre eine reale Verzinsung von 0 auf mein Kapital erziele? Ist das denn ausreichend, um meine Lebensziele zu erreichen? Und für die meisten Anleger wird das nicht der Fall sein. Relativ gesehen und auch im Zeitablauf bietet der Aktienmarkt weiterhin attraktive Risikoprämien, wird uns nicht davor schützen, dass wir natürlich auch mal Rückschläge sehen, die 10, 20% ausmachen können. Und wir haben es gesehen, sie können sich entweder absichern, auch über Put-Optionsscheine, die sollten aber relativ weit aus dem Geld liegen, damit es nicht zu teuer ist. Noch besser ist es, wenn sie einfach mit einer klaren Erwartungshaltung rangehen, dass die Märkte auch mal fallen werden, dass sie ganz klar definieren, welche Verluste sie aushalten können, dass sie darüber ihre Aktienquote definieren. Und wenn sie dann noch wirklich gut sind und ihr Berater ja einen guten Einfluss auf sie hat, dann werden sie diese Phasen nutzen, wenn die Märkte fallen, dann auch immer Vermögenswerte zu kaufen, die dann günstig sind, um sich wirklich auch antizyklisch zu positionieren. Und damit möchte ich dann auch wirklich schließen: Finanzplanung schlägt Marktmeinung. Also fokussieren Sie nicht zu sehr auf die Meinung von verschiedenen Experten, von Zeitschriften, von Medien und Presseberichten. Teilweise sind die Berichte einfach falsch, viele schreiben voneinander ab. Teilweise sind das Aspekte, die sind einfach nur vergangenheitsbezogen und sind am Ende des Tages doch nur irgendwelche Meinungen. Und deswegen ganz klar, zuerst die Finanzplanung, leiten Sie her, welche Renditen Sie brauchen, schauen Sie sich an, welche Vermögensklassen können diese Renditen liefern und dann, ob Sie diese Vermögensklassen auch in Krisenphasen beibehalten können. Das ist, wie gesagt, meine Empfehlung, stehen Ihnen hier natürlich auch gerne für Fragen und Unterstützung zur Verfügung. Was bieten wir? Natürlich ganz klar die Anlageberatung. Ich denke, das ist rausgekommen, dass wir uns mit den Finanzmärkten beschäftigen. Dann das Thema Finanz- und Ruhestandsplanung, ein ganz wichtiges Thema. Die Vermögensverwaltung wird entsprechend auch dargestellt, beziehungsweise auch die Herleitung der Anlagestrategie für den Vermögensverwalter. Die Unterstützung beim Immobilienerwerb, ganz wichtig, das Thema Renditeberechnung, weil das ja nicht gesetzlich reguliert ist. Also sprich, die Krümmung der Banane ist reguliert, aber wie Ihnen der Immobilienmakler oder irgendwelche Immobilienplattformen Immobilienrenditen ausweisen, das ist nicht reguliert. Also das ist ein großes Thema, da muss man selbst rechnen. Und dann natürlich auch unsere verschiedenen Informationspakete von der wöchentlichen Markteinschätzung über die monatlichen Publikationen wie Inflationscheck und Euro-Krisenbarometer, die Sie auch kostenfrei auf der Webseite der Üppos Finanzplanung anschauen können und für diese sich natürlich auch kostenfrei registrieren können. Unser nächster Kapitalmarktdialog ist am 19.8., auch wieder um 18 Uhr. Im Nachhinein wird auch wieder die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen gegeben sein. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch viel Spaß bei dem Weltmeistergefühl. Genießen Sie erstmal den Sommer. Bis bald. Auf Wiedersehen.